Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute zu dieser Mütze die passenden Armstulpen. Allerdings muss ich den Mustersatz verändern. Bei der Mütze geht er über 8 Maschen und bei den Armstulpen über 10, sodass ich 20 Maschen behäkeln kann. Bei 24 Maschen könnte man hier einfach dreimal den Mustersatz nehmen, weil er ja hier durch 8 teilbar ist. Aber 24 Maschen sind für die Armstulpen zu weit. Ich verwende wieder von Hettner die XL 55, die zu je 50% aus Schurwolle und Polyacryl besteht und eine Lauflänge von 55 Meter auf 50 Gramm hat. Auch hier häkle ich mit Häkelnadel Nummer 6 von Pony. Ich habe 20 Luftmaschen angeschlagen und schließe diese jetzt mit einer Kittmasche zur Runde. Darauf achten, dass sich die Luftmaschenkette nicht verdreht. Dann eine zusätzliche Luftmasche arbeiten, die Luftmaschenkette leicht nach vorn drehen. Und aus diesem querliegenden Maschenbogen oder in diesem querliegenden Maschenbogen eine feste Masche häkeln. Und nun eine runde feste Maschen häkeln. Nun schließen wir das Ganze mit einer Kettmasche in die erste feste Masche. Arbeiten eine steige Luftmasche und häkeln eine feste Masche in die erste Masche. Die folgende Masche übergehen und ein halbes Stäbchen häkeln. In die folgende Masche ein Stäbchen, in die folgende wieder ein Stäbchen und nun ein halbes Doppelstäbchen. Dafür einstechen, Faden holen, einmal durch zwei Schlingen ziehen und dann durch alle drei. Nun ein ganzes Doppelstäbchen. Hier ziehe ich den Faden dreimal durch zwei Schlingen. Wieder ein halbes. In die folgenden zwei Maschen je ein Stäbchen. Dann ein halbes Stäbchen. Eine Masche übergehen. In die folgende eine feste Masche, eine Masche übergehen, ein halbes Stäbchen, je ein Stäbchen in die folgenden zwei Maschen, in die folgende Masche zunächst ein halbes Doppelstäbchen, dann ein ganzes Doppelstäbchen. Und wieder ein halbes. In die folgenden zwei Maschen je ein Stäbchen. In die folgende ein halbes Stäbchen.
Und dann übergehen wir die letzte Masche und häkeln eine feste Masche, eine Kettmasche in die erste feste Masche. Diesen letzten Arbeitsschritt häkeln wir also bereits mit dem neuen, mit der neuen Farbe. Und die Kettmasche dann zwei Luftmaschen als Steigemasche, ein Stäbchen in die zweite Masche in die folgende Masche ein Stäbchen. Also in die folgenden drei Maschen je ein Stäbchen. Hier hatten wir bei der Mütze nur zwei Stäbchen. Und in dieses ganze Doppelstäbchen der Vorrunde kommen nun die drei Stäbchen. In die folgenden drei Maschen wieder je ein Stäbchen. Also auch hier hatten wir bei der Mütze nur zwei Maschen, die mit Stäbchen behäkelt werden. Und die folgenden drei Maschen zusammen abmaschen. Dafür einen Umschlag auf die Nadel nehmen, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen ziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen ziehen. Umschlag, einstechen, Faden holen und durch zwei Schlingen ziehen und alle vier Schlingen zusammen abmaschen. Dann wieder je ein Stäbchen in die folgenden drei Maschen. Drei Stäbchen in die mittlere. Je ein Stäbchen in die folgenden drei. Und nun wieder ein angefangenes Stäbchen in die folgende Masche. Und wir schließen das Ganze mit einer Kettmasche zur Runde und nehmen hier nun die dritte Farbe. Wieder zwei Steigeluftmaschen. Ein Stäbchen in die zweite Masche. Je ein Stäbchen in die folgenden drei Maschen. Drei Stäbchen in die Mitte. Also in das mittlere Stäbchen der zuvorigen Dreiergruppe. Wieder je ein Stäbchen in die folgenden drei. Nun häkeln wir wieder drei Maschen zusammen ab. Einmal, zweimal. Dreimal, dann wieder je ein Stäbchen in die folgenden drei. Dann wieder drei Stäbchen in die folgende. Zwei. Drei, wieder je ein Stäbchen in die folgenden drei, und ein angefangenes Stäbchen in die folgende Masche. Dann mit der ersten Farbe wieder die Runde
mit einer Kettmasche schließen. Und sofort zwei Steigeluftmaschen arbeiten. Wir werden nun das Daumenloch einarbeiten. Dafür zunächst normal beginnen mit einem Stäbchen in die zweite Masche, dann je ein Stäbchen in die folgenden drei. Drei Stäbchen in die Mitte. Zwei Stäbchen, also je ein Stäbchen in die folgenden zwei. Und nun werde ich die folgenden fünf Maschen mit drei Luftmaschen übergehen. Zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf übergehen. Und wieder mit je einem Stäbchen in die folgenden zwei Maschen beginnen. Das hier wird unser Daumenloch. Es ist mir fast zu groß. Wir machen hier noch ein drittes Stäbchen. Arbeiten eine Luftmasche, übergehen drei Maschen und arbeiten ein Stäbchen in die folgende Masche. Reicht als Daumenloch vollkommen. Und noch je ein Stäbchen in die folgenden zwei. Und dann sind wir wieder im Musterrhythmus. Also drei Stäbchen in die folgende Masche. Je ein Stäbchen in die folgenden drei. Und wieder ein Stäbchen anhäkeln. Und mit der neuen Farbe die Runde mit einer Kettmasche schließen. Wieder zwei Steigeluftmaschen arbeiten und ein Stäbchen in die zweite Masche, dann je ein Stäbchen in die folgenden drei, drei in die Mitte. Je eins in die folgenden drei. Die folgenden drei Maschen zusammen abhäkeln. Wir häkeln also die erste in dieses letzte Stäbchen, die zweite in diese Luftmasche. Und die dritte in das erste Stäbchen. Nun wieder drei Maschen in die, je eine Masche in die folgenden drei Maschen. Drei Stäbchen in die Mitte. Je ein Stäbchen in die folgenden drei. Und ein Stäbchen anhäkeln. Und mit der neuen Farbe
das Ganze mit einer Kittmasche schließen und sofort wieder zwei steige Luftmaschen arbeiten. Unser Daumenloch ist hier also fertig. Und nun häkelt man in diesem Farbenrhythmus und Musterrhythmus bis zur gewünschten Länge und häkelt dann die Abschlussrunde. So, ich habe nun insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Runden gehäkelt und arbeite nun die Abschlussrunde. Aber wie gesagt, die Länge der Stulpe könnt ihr selbst variieren. Ich beginne nun mit 4 Luftmaschen und häkle ein halbes Doppelstäbchen in die zweite Masche. In die folgende Masche ein Stäbchen, noch ein Stäbchen, dann ein halbes Stäbchen, in die mittlere der drei Stäbchen eine feste Masche, wieder ein halbes Stäbchen, je ein Stäbchen in die folgenden zwei Maschen, ein halbes Doppelstäbchen, dann ein ganzes Doppelstäbchen, dann ein halbes, je ein Stäbchen in die folgenden zwei, ein halbes Stäbchen, eine feste Masche in die mittlere der drei Stäbchen der Vorreihe, wieder ein halbes Stäbchen, je ein Stäbchen in die folgenden zwei, ein halbes Doppelstäbchen, und die Runde mit einer Kettmasche in die vierte Luftmasche der Vorrunde schließen. Also nicht der Vorrunde, sondern der ersten Masche. Und wer mag, kann hier nur noch mit einer Runde feste Maschen die Stulpe abschließen. Also einfach in jede Masche eine feste Masche häkeln. Und die Runde mit einer Kettmasche in die erste feste Masche schließen. Dann die Fäden abschneiden. Und durchziehen. Und den Faden nach innen ziehen. So hat die Stulpe nun oben und unten den gleichen Abschluss. Hier befindet sich das Daumenloch.
Faden, dann muss man natürlich noch die Fäden vernähen. Und fertig ist die Stulpe. Ich wünsche euch viel Spaß damit.